Moin, liebe Leute, herzlich willkommen am Mittwoch auf der Nordfriesischen Marsch. Immer noch Version 1.4 mitgrieben. Let's Play MS 19 natürlich, euch nicht extra sagen. Ja, wir sind hier dabei und essen ein paar Silageballen, ein bisschen Geld zu verdienen. Parallel läuft sonst gerade nichts, außer dass wir darauf warten, dass unsere Sojabohnen erntereif werden. Und da können wir eigentlich mal eben gucken, wie weit das mit unseren... Ach, daneben gedrückt. Wie weit das mit unseren Feldern aussieht. Ah, Feld 17 können wir dann auch bald ernten. Hier unten. Da ist Hafer drauf, meine ich, wenn mich nicht alles täuscht. Jo, da ist noch Hafer drauf. Perfekt. In Feld 1 und Feld 20 haben wir Sojabohnen drauf. Die wachsen, sind aber noch nicht fertig. Kein Problem. Erstmal sind wir sowieso hier am Pressen. Warten wir eben ab, dass der hier dann auf dem Feld liegt und nicht auf dem Weg. Der Ballen. Und weiter geht's. Genau. Hätte ich ja schon eher machen können. Ich muss ja gar nicht so lange warten, bis er fertig gewickelt hat. So ein Quatsch. Ja, gestern kein Livestream. Donnerstag, also morgen. Morgen Abend gibt's offenen Multiplayer-Livestream. Der vorletzte vor Ostern. Und dann geht's nach Ostern wieder rund. Das ist doch gut. Jetzt haben wir das Feld hier schon fertig. Müssen wir hier nur noch den Rest eben machen. Der auf dem Feld liegt. Dann warten wir eben. Ja, schmeiß runter. Hier pressen wir jetzt auch wieder schön Ballen. Ich habe im Moment richtig Bock zu spielen. Das ist echt krass. Echt krass. Ertrag ein. Na gut, wir haben diesen doppelten Ertragsmod drauf, muss ich ja zugeben. Aber sonst kommen wir hier auch auf keinen grünen Zweig. Das ist ja das Problem. Thank you.
Ja, seit Sonntag bis einschließlich jetzt kommenden Samstag bin ich ja auch immer um 9 Uhr auf dem Kanal von DGE Modding auf der Nordfriesischen Marsch zu sehen und ja, eine Ansicht von diesem Spiel aus meinem Blickwinkel sozusagen findet ihr immer jeden Tag um 9 Uhr hier auf dem Kanal. Wie gesagt, das hat Sonntag angefangen, geht noch bis Samstag. Dann bin ich da erstmal raus, weil ich keine Zeit habe. Und dann kommt wohl ein anderer YouTuber oder jemand anders, der mitspielt. Keine Ahnung. Müssen wir uns anschauen. Auf jeden Fall findet ihr da auch Modding-Tutorials bei dem Billy. Und ja, guckt es euch doch mal an. Also er fängt wirklich an, wie gehe ich mit Blender um. Hat er so Grundlagenvideos und hat dann im Prinzip zwei Projekte. Einmal ein Anfänger- und ein fortgeschrittenes Projekt. Anfängerprojekt ist erstmal, wie baue ich ein Schild und wahrscheinlich auch, wie bringe ich das ins Spiel. Einfach, dass man Blender mal angewandt hat und das fortgeschrittene Projekt ist dann tatsächlich ein Kuhstallmodden. Also, ne, guck mal rein, es scheint interessant zu sein. Anfangen Bahn zu fahren. Dann mache ich nachher hier den Rest, der hier noch rumliegt, außenrum. So, nun komm. Ja, wird fertig. Das können wir jetzt auch noch eben mitnehmen. Hier unten schon mal dieses Vorgewende, nenne ich es jetzt mal. Ja, diesen Haufen, den machen wir gleich, wenn wir die Bahn da fahren. Hauptsache, der Lichter ist nicht komplett im Weg. Jetzt haben wir erstmal hier die Bahn. Nein, völliger Quatsch natürlich. Das kommt, schmeiß da hin. Dann nehmen wir das jetzt mit. Was soll's? Da wollen wir gleich mal gucken, was wir denn dafür kriegen, wenn wir die dann verticken. Bye.
Ja, jetzt liegt er hier auf dem Weg. Naja, was soll's. Hier fährt ja außer mir keiner. Also stört's keinen. Sollte es keinen stören. Hier abwerfen, nicht hier. Hört mich nicht weiter. Ja, sonst vergesse ich das wieder, Screenshots zu machen für die Thumbnails. Versuche das ja jetzt immer vom Spiel zu machen und nicht extra aufzuwarten oder es nicht aus dem Video rauszurechnen. Los, nun mach. Ist natürlich noch einiges stehen geblieben, ne? Aber das lohnte sich nun zeitlich gar nicht mehr, das noch abzumähen. Sorry. Gerade dahin, aber. Oh, schon wieder rum. Das ist unfassbar. Liebe Leute, schaltet morgen gerne rein. 9 Uhr mein Projekt mit BGE-Modding. 10 Uhr hier geht es auf diesem Spielstand weiter.
Ich bedanke mich bei euch und sage ciao.